Hier sind wir zu Hause, das ist unser Leben. Hier spielen unsere Jungs, die alles für uns geben. Und wenn ich mich umsehe, sehe ich etwas Großes. Etwas Großes, unserem BFC. Come on.
373 Spiele für den BFC, 91 Tore, viermal DDR-Nationalmannschaft, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Moskau. Immer und nur für unseren BFC auf den Rasen gelaufen. 8 Meisterschaften. Bitte begrüßen Sie mit recht herzlich Mr. Jan Kalecki. Die Erfolge der Vergangenheit stehen für die Ewigkeit, singt unser Sänger bei der Hymne. Einen großen Teil dieser Erfolge hat Frank Terlecki als Kapitän natürlich mitgestaltet. Er war maßgeblich an den 8 Titeln, die er miterrungen hat, beteiligt. Wir freuen uns heute im Rahmen der 50 Jahre BFC Dynamo-Feierlichkeiten unseren Frank die Ehre des Ehrenspielführers des BFC Dynamo zu verleihen. Herzlichen Glückwunsch! Frank, wir haben dir ein paar kleine Geschenke mitgebracht. Als erstes ein Trikot mit dem Aufdruck Frank Terlecki, 50 Jahre BFC Dynamo, Ehrenspielführer. Und natürlich mit der Nummer 7 hinten drauf. Dann zu dem Trikot natürlich die Kapitänsbinde für dich, Frank. Wir noch auf Lebenszeit Einladung zu allen Heimspielen des BFC, natürlich in den VIP-Bereich Bank. Wir freuen uns. Ein Applaus für den Strafbuch dürfte auch überreichen. Und das muss man auch noch erwähnen, natürlich ein Gutschein von Maredo. Frank, herzlichen Glückwunsch. Frank, vielen Dank, dass du auch direkt gesagt hast, okay, das ist mir eine Ehre. Wir sind natürlich froh und dankbar, denn den Kult, den der BFC nach wie vor verbreitet, der ja angezündet ist, den habt ihr entstehen lassen, den habt ihr ins Leben gerufen durch eure unglaublichen Leistungen damals. Man wird auch nicht 10-mal Meister in einer Liga oder mal Schiedsrichter eine Minute oder zwei länger spielen lässt. Man wird durch unglaubliche Leistungen, Frank. Was hat den BFC damals ausgemacht? Was war der Vorsprung, den ihr gegenüber anderen hattet? Kannst du das nochmal? Erst einmal Dankeschön. Und ich kann nur sagen, wir waren ein sehr gutes Team. Team zeichnet sich aus, indem man kämpft bis zur letzten Minute. Und wir hatten natürlich an erster Stelle einen sehr guten Trainer. Danke und einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag wünsche ich allen Fans. Danke! Thank you.
Das war der Schlusspfiff der 19. Dynamo und der FSV Bundesabbau mit 1:2.